Sie sind Ihr ganzes Leben an, Ihr ganzes Leben lang an Grenzen gegangen, gezwungenermaßen und freiwillig im Leben und in den Dokumentarfilmen, die Sie gedreht haben. Ist es dann eigentlich leichter, sich die letzten Grenzen vorzustellen, das Sterben zum Beispiel? Ich glaube, das lässt sich überhaupt nicht vorstellen. Manchmal hat man so in der Nacht plötzliche Anwandlungen von Todesangst. Aber diese Vorstellung, nee, diese Grenze kann man gar nicht bewusst überschreiten, obwohl das eigentlich der Traum von jedem Filmemacher und jedem Autor ist, auch das bewusst zu erleben. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das möglich ist. Haben Sie im Film mal Sterben gezeigt oder war das jenseits der Schamgrenze? Nee, das habe ich nie gemacht. Warum nicht? Ich habe viele Kranke, Behinderte gezeigt und so. Sterben nicht. Ja, meine Filme sind ja doch irgendwie Lebenshilfe und nicht Sterbehilfe. Und warum? Als junger Mann ging ich gerne auf Friedhöfe, habe irrsinnig viel Friedhöfe gedreht in aller Welt, ja. Mhm. Heute schaue ich keinen Friedhof mehr an. Auf der Höhe Ihrer ersten Erfolge als Journalist in Paris, Sie haben übrigens dieses Buch gerade erst geschrieben, Dichter und Bohemiens, literarische Streifzüge durch Paris, das Beste, was es über Dichter in Paris gibt, meiner Meinung nach. Aber das war Ihre große Zeit in Paris. Auf der Höhe Ihrer ersten Erfolge als Journalist in dieser Stadt, der Stadt der Lebenskunst, wie Sie gern sagen, nach Jahren der Demütigung, der Emigration, des Kampfes, in diesem Moment, als Sie so richtig zu leben anfingen, wollten Sie dieses Leben selber beenden. Warum? Ich habe es auch probiert. Das war eine Liebesenttäuschung. Aber ich lese eben eine Biografie von Paul Celan. Wir hatten ja alle irgendwo einen Klaps weg. Ein Gefühl eigentlich, entweder nicht überleben zu können oder nicht überleben zu dürfen. Die Überlebenden des Holocaust hatten ja alle irgendwo das Gefühl, dass sie unrechtmäßig noch am Leben sind. Und das wirkte doch lange nach. Bei Ihnen auch? Bei mir auch, aber jetzt nicht mehr. War das der Grund für diesen Selbstmordversuch? Nee, das war eine Frau. Aber Eifersucht? Ja. Aber es war natürlich vorausgegangen, ein jahrelang sich hinziehen, nicht Todeswunsch, nein, aber nicht sich keine Lebensberechtigung zu verleihen. Nicht an seine eigene Lebensberechtigung zu glauben. Und das ist, glaube ich, ein typisches Emigrantensyndrom. Haben Sie einen Abschiedsbrief geschrieben damals? Ja. Und zwar, ich hatte schon allerhand Zeug genommen und dann noch Hass. Und ich habe den, also mit zitternder Hand in ganz großen Buchstaben, und dann habe ich mir gedacht, nein, ich schreibe das in meiner normalen Schrift. Wie Stefan Zweig, der Arme, der hat sogar noch korrigiert dran als Literat. Ja. Ich schreibe es in meiner normalen Schrift und werde auch da nicht angeben. Dann habe ich das weggeschmissen. Na, ich warte dann im Krankenhaus auf. Und wie ist dieses Gefühl nachher? Irrsinnig lächerlich kommt man sich vor und die Welt kommt dann komisch vor. Und irgendjemand hatte in dem Spital meine Schuhe gestohlen und ich musste in Socken heraus aus dem Spital, das holte mir niemand ab, und ein Taxi in Socken erwischen. Und dieses Gefühl der Ironie der ganzen Welt und Weltgeschichte ist mir geblieben. Da man die Leute da oft fragen, wie, woher kommt dieser Humor, ist ja, ich weiß nicht, ob das Humor ist, aber dieses Gefühl, dass alles irgendwo lächerlich ist, bis hin zu den Mächtigen dieser Erde und ihren Entschuldigungen für Kriege, das ist mir geblieben. Das ist eine Errungenschaft fast, wenn man diese Distanz irgendwann erreicht, ja, zur Welt. Ja, aber es entfremdet einen auch von anderen Menschen.
Man hat da nicht mehr die Naivität des sich total hingeben können und das Leben. Aber ist okay, ich bin einverstanden damit. Es ist okay. Haben Sie später noch mal an einen solchen Schritt gedacht, irgendwann im Leben? Nein, das hat genügt. Das reichte, ja. Ich fand mich so lächerlich dabei. Sie wurden dann mit dem Fernsehen wirklich berühmt in Deutschland. Ein Quotenkönig mit Einschaltquoten bis zu 50%, weil es damals nur einen Sender gab. Und als es dann zwei Sender gab, waren es immer noch gigantische Einschaltquoten. Ihre Sendung hieß Pariser Journal und hat das Paris-Bild meiner Generation und mein eigenes ganz enorm geprägt. Hatte das alles vielleicht auch damit zu tun, dass Sie eben nach Ihrer Odyssee um den halben Erdball als Gejagter, als jüdischer Immigrant, was eigentlich viel zu harmlos klingt in Ihrem Fall, dass Sie sich nach dieser Odyssee einfach wieder eine Sphäre schaffen wollten, in der man leben konnte? Ja, das war irgendwie so eine Atemblase, eine Luftblase, in einer Umwelt, die man als feindlich empfand. Dass sie auch freundlich sein konnte, ja, dass man geliebt werden konnte, war für mich eine total unerwartete Erfahrung, die mich ja ungeheuer bereichert hat. Ich meine, in diesem Metier leben wir ja alle von der Billigung und auch von den Wünschen des Publikums. Und das wird auch dann irgendwie belohnt, wenn man diese Wünsche erfüllt. Ja, nicht auf jedem Niveau, nicht wahr? Aber wenn man doch irgendwie eingeht auf die eigenen Sorgen des Publikums, die eigenen Erfahrungen und Liebhabereien des Publikums, dann wird das gelohnt. Das wusste ich nicht, davon hatte ich keine Ahnung. Und das war für mich eine Lebensermöglichung. Tatsächlich, so weit würden Sie gehen? Ja, ich verdanke, glaube ich schon, mein Überleben oder meine Angstlosigkeit, verhältnismäßige Angstlosigkeit diesem Fernsehpublikum. Mhm. Am Anfang war das nicht so. Wie sind Sie auf jemanden wie Orson Welles oder Anaïs Nin, die wir hier sehen, mit Ihnen in Paris zugegangen? Damals verhältnismäßig einfach. Aber das es ging ja immer darum, dass man diesen Menschen, Orson Welles, am Schneidetisch, er wollte nur am Schneidetisch interviewt werden. Und ich frech mit dem Fuß auf einem Stuhl, da sieht man schon das erste Mal die Überheblichkeit des Fernsehens, des Medientypen, die ja auch sein Gutes, ihr Gutes hat. Damals war es verhältnismäßig einfach. Die Leute ließen sich gerne filmen, weil das natürlich zu ihrem Ruhm beitrug und das war eine neue Sache. Später musste man anfangen, Honorar zu zahlen, zu bitten und zu betteln. Und heute wäre es fast unmöglich, mit einer Anaïs Nin oder einem Michel Simon oder einem Orson Welles oder so auf Anhieb einen Film machen zu können. Ja, klar. Und kann es sein, dass Sie im Grunde eher Probleme damit haben, auf Menschen zuzugehen, dass sie sowas wie eine natürliche Schüchternheit haben. Das würde ja heißen, dass das Mikrofon oder später eben die Kamera so eine Art Vehikel wären, um an Menschen ranzukommen, um sich Menschen überhaupt anzunähern. Wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe, habe ich was, an dem ich mich festhalten kann. Wenn ich eine Kamera neben mir spüre mit dem Kameramann, bin ich in gewissem Sinne geschützt. So ist es. Und das Team vor allem, das Team, das um einen ist, wobei man ja schon eine Mehrheit bildet gegenüber den Personen, mit denen man dreht. Ja, klar. Das gibt einem natürlich eine große Sicherheit. Wer ist das? Handke. Peter Handke, mit dem Sie zwei Filme gemacht haben. Ja, der einzige, mit dem ich zwei Filme machte. Aber woher kommt diese Schüchternheit? Woher kommt dieses sich fernhalten von Menschen? Waren Sie als Kind schon so? Ja. Es ist für mich eigentlich sehr schwer, Menschen anzutreten. Aber wenn man dann so weit ist, dann findet irgendwie innerlich eine Konzentration. Nicht nur das, sondern es findet ein erotisches Wechselspiel statt, wenigstens mit den Leuten, mit denen man dreht. Und
eine gegenseitige Anziehungskraft, die unbedingt vorhanden sein muss, wenn man die Art von Filmen macht, die ich gerne mache. Das heißt, dass die Menschen beginnen, sich aufzuschließen und für dich da zu sein, so wie du in diesem Moment für sie da bist. Das muss sein, dieses Wechselspiel. Und das nennen Sie wirklich erotisch? Das nenne ich erotisch und das nenne ich Spiel. Ich nenne es sogar manchmal das Trollerspiel. Ich sage immer, dass diese Leute natürlich mit jemand anderem einen völlig anderen Film machen würden. Ja? Sie lassen sich auf mein Spiel ein und wenn es richtig gespielt wird, spielen sie es gerne. Aber es ist eine Art Spiel, ein Dialog, ein Theaterstück, das wir da aufführen. Wenn man Menschen porträtiert, dann bedeutet das natürlich Distanz. Das heißt, eben nicht so sein zu müssen wie sie. Und andererseits will man dann doch sein wie sie. Ist das richtig? Ja, ja. Das Ganze beruht auf dieser Anziehung und Abstoßung. Nicht Abstoßung, sondern Abschottung. Also man will, naja, bei mir war es so, da man mich so oft fragt, Neugier nach Menschen und so. Es ist nicht eigentlich eine Neugier, sondern es war doch irgendwo der Wunsch von ihnen, von jedem dieser Menschen etwas zu haben, etwas zu lernen. Und das ist ja immer die Frage, wie überlebt man als das, was Sie sind? Und davon wollte ich lernen, wie überlebt man als das, was ich bin? Ja? Und zwar egal, ob Schriftsteller, Hure, Boxer oder Verbrecher, eigentlich völlig egal, oder? Ja, Verbrecher auch. Also ich habe oft im Knast gedeiht, habe immer gefunden, dass eigentlich hätte ich das alles selber begehen können. Aber das musst du dann den Leuten, mit denen du da drehst, vermitteln. Dass du dich nicht über sie erhaben fühlst, sondern in deinen schwachen Momenten wahrscheinlich durchaus fähig wärst, das Gleiche zu tun, Gott behüte. Wenn man immer nach anderen unterschiedlichen Identitäten sucht, kann es entweder heißen, dass man in seiner eigenen Identität so zu Hause ist, dass man sich das leisten kann, diese Ausflüge in andere Rollen, oder es kann heißen, dass man eigentlich keine Identität hat und deshalb in diese Rollen schlüpft. Darauf kann ich nur verstummen. Weiß ich nicht. Es ist wohl beides. Ja, es ist wohl Identitätsmangel und der Versuch, sich über... Ich habe ja ein Buch gemacht, das hieß Wir sind alle Menschenfresser. Ja? Und ich glaube, dass eine der Antriebsfedern unseres Berufes der ist, dass wir uns von den Passionen, vom warmen Blut unserer Gegenüber ernähren. Das heißt, sie wären Vampir eigentlich. Ja, so ist es. Ja. Andererseits geben wir ihnen auch viel. Ja, Leute sind auch durch uns bereichert worden. Ja. Dieses Hin und Her mag ich besonders gern. Durch Aufmerksamkeit. Durch Hinwendung. Durch Liebe. Und dadurch, und dass man sie aufschließt, dass sie ihre Geschichte erzählen können. Ja, das ist ja eine Beichtsituation oder eine Psychoanalytikersituation. Ja, Leute können sich erleichtern dadurch, dass sie ihnen ihr Leben erzählen. Aber man muss sie dazu bringen können. Kommt das Verständnis für die Wunden anderer, und Sie haben Verwundete mit Vorliebe porträtiert, auch Verlierer, ja, nicht immer nur Winners und nicht nur Hollywood-Stars, keineswegs, das war eher die Ausnahme. Meistens sind das Menschen mit großen Brüchen und die sich aber doch an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen haben, immer wieder. Kommt dieses Verständnis für die Wunden anderer aus den eigenen Wunden? Natürlich, aber auch bei jedem Schriftsteller oder bei jedem Kinofilmemacher oder so, ist doch klar, das Verständnis kann nur daher kommen. Die Leute spüren das auch. Wenn sie nur Neugier spüren, erzählen sie mir doch ihre Wunden, ja? Ist ja nichts. Aber was mich interessiert hat, war immer, wie überwinden sie das? Wie kommen sie drüber hinweg? Ja. Und da glaube ich eben, dass jeder von uns, fast jeder, diese Reserve innerer Stärke hat, mit denen er auch die schlimmsten Wunden überwinden kann. Und das ist Heroismus. Das ist das, was ich von den Leuten abschauen wollte, um es auch für mich zu lernen. Haben Sie es gelernt? Ein bisschen. Wie weit, das weiß ich nicht. Die Frage, ob man das wissen kann selber.
Man kann einiges lernen. Wenn ich meine Wehwehchen habe oder so, so stelle ich mir manchmal vor, wie der oder jener, den ich gekannt, mit dem ich gefilmt habe und so weiter, dies darüber hinweggehen würde oder dies abschätzen würde oder sich da darüber hinweg helfen würde. Ja? Also Wehwehchen sagen Sie, aber das können schon auch Schmerzen sein. Sie kennen den Schmerz, glaube ich, die Schmerzen. Jeder Mensch kennt das, das ist ja klar. Unser Eins, der, wenn er so viele Filme gemacht hat und so, ist bewusster, nicht weil er weiß, was das für Schmerzen, wenn es seelische Schmerzen sind, weiß er genau, kann den Finger drauflegen, weiß haargenau, was es ist, ja. Deswegen schmerzt es nicht weniger. Aber man hat zumindest das Gefühl, man hat es im Griff. Mhm. Man weiß, was es ist. Dieses Wissen erwirbt man in dem Beruf. Und Sie haben es auch im Griff, weil dann bestimmte Bilder sogar manchmal aus Filmen zurückkommen? Ja. Erinnerungen an konkrete Menschen? Ja, absolut. Menschen, die ich bewundert habe, bei denen ich gesehen habe, wie sie das geschafft haben. Mhm. Können Sie da ein Beispiel sagen? Ein Beispiel für eine konkrete Situation, Troller, der an einen konkreten Protagonisten seiner Filme denkt? Ja, zum Beispiel der querschnittgelähmte Vietnam-Veteran Ron Kovic, über den nachher ja Oliver Stone einen Film gedreht hat, mit Tom Cruise. Den haben wir. 4th of July war das. Ja, geboren am 4. Juli. Ja. Mit dem haben wir einen schönen, langen Film gedreht. Und der kam am Ende des Films mit so einer so überwältigend. Ein ganz einfacher Junge, ohne jede Bildung, ein Volksschüler, ja. Und der kam mit einer so starken Erkenntnis heraus, eben, dass wir alle irgendwo in uns die Kraft haben, auch diese Entsetzlichkeiten, die dieser 20-Jährige, der auf einmal kein Geschlechtsleben mehr hat, auch sonst eigentlich kein Leben mehr hatte, dass das möglich ist, auch damit fertig zu werden. Und Charles Bukowski, ja, der auch ein furchtbares Leben hinter sich hat und der zu einer Lebensphilosophie kam, die man diesem primitiven, ungebildeten Menschen überhaupt nicht zugetraut hätte. Und das kam aus dem schieren Leben. Das halte ich immer für so beeindruckend. Und in welcher Situation hat Ihnen einer der beiden geholfen durchs Drandenken? Laufend. Eigentlich die ganze Zeit. Denn wir sind alle behindert. Ich glaube, wir haben alle Behinderungen, von denen wir denken, warum gerade ich, warum gerade das, wie kann ich damit überhaupt leben, wie kann ich damit fertig werden, das ist ja furchtbar und so weiter. Jeder hat so seine eigene, von den Eltern her oder was weiß ich, von Krieg her oder von irgendwelchen Behinderungen, Verwundungen, Lieben, die nicht geklappt haben und so weiter. Und das dem Publikum nahezubringen, dass es Menschen gibt, die auch mit sowas leben, damit das Publikum auch bei den fremdesten Menschen oder bei den Menschen, die ihnen vielleicht ganz unsympathisch sind, am Ende sagt, aber der ist ja wie ich. Das ist das höchste Ziel, das man in diesem Beruf des Fernsehporträts erreichen kann. Mhm. Bei Ihnen die entscheidende Wunde, das war die Emigration. Alles, was damit zusammenhängt. Oder gibt es auch frühe Wunden? Hier sehen wir sie, das ist wahrscheinlich so mit 12, 13, nehme ich an. Keine Ahnung mehr. Mein frühestes Foto, ja. Gott, am Ende geht das natürlich noch weiter zurück, weil man ja als Jude im damaligen Wien, als ich groß wurde, während in Deutschland schon die Nazi-Zeit heraufdämmerte oder da war, natürlich so missachtet wurde, verachtet wurde, gehasst wurde, sodass man am Ende natürlich als Reaktion darauf zur Selbstverachtung kommen muss. Unweigerlich. Dieser Selbsthass ist ja nichts anderes als der umgestülpte Hass der Umwelt auf dich. Und diesen Hass dem noch im Klassenzimmer zu spüren, bei den Lehrern, den Professoren, auf der Straße, beim Skifahren, beim Sport, immer wieder die Verachtung der Leute zu spüren, ist schon eine ganz schöne Wunde. Aber wie wehrt man sich dagegen als Kind? Naja, gar nicht. Kann man gar nicht sich dagegen wehren. Man ist dem hilflos ausgeliefert. Natürlich versucht man, sich ein anderes Leben aufzubauen mit politischer
mit irgendwelchen politischen Bünden oder Vereinen, in die man eintritt, mit irgendwelchen Utopien, an die man glaubt und so weiter. Was aber war das bei Ihnen? Was hat Ihnen geholfen? Weil man kann ja nicht allein damit fertig werden. Ihre naja, Eltern? Wir waren eine Gruppe, wir waren ein Jugendbund, eine bündische Jugend hieß das damals, ja? Eine Jugendbundgruppe mit 100 Leuten oder so, die einander ungeheuer gemocht haben und von denen gerade jetzt die letzten gestorben sind. Wo man gemocht wurde, wo man anerkannt wurde, wo man das war, was man war. Ja, das war, glaube ich, damals als Kind die Rettung. Und das war eine jüdische Gruppe? Oder es waren einfach junge Leute, die sich aber nicht drum scherten, was da auf der Straße war? Naja, die offiziellen Pfadfinder waren Antisemiten. Und wir brauchten einen Bund, der nicht antisemitisch ist, waren hauptsächlich Juden, aber auch zum Teil nicht Juden. Alles konnte da rein. Und das hat eigentlich mein Leben, die letzten Kindheitsjahre, sehr stark bestimmt und überglänzt. Und wie müssen wir uns Ihr Elternhaus vorstellen? Wer waren Ihre Eltern, die wir hier sehen? Ach, gute, brave, ehrliche jüdische Spießer. Okay. Aber ich war der jüngere Sohn und jüngere Söhne durften in die freien Berufe eintreten. Also war vorgesehen, dass ich studieren würde und dass mein Bruder das Pelzgeschäft meines Vaters übernimmt. Ob weder das eine noch das andere ist damals passiert. Aber das war diese typisch liberale, kunstfreudige. Mein Vater war ein wahnsinniger Bewunderer von alten Meistern, Greco il Greco oder holländische Maler, Bruegel und so, ja. Aber führte brav und bieder sein Pelzgeschäft und verdiente genug Geld, um die Familie zu erhalten. Und die Söhne waren geliebt. Sie haben geschrieben, das höchste Kompliment, das die Wiener damals machen konnten, war, er sieht nicht aus wie ein Jud. Das betraf meinen Vater, ja. Ja. Ich sah viel jüdischer aus. Mein Vater, ja, okay. Auch ein Kompliment kann man da nur sagen, ja. Ja, aber das zeigt so die Stimmung damals. Und am 11. März 1938, der Tag des Anschlusses, war Ihre Kindheit endgültig zu Ende. Da mussten Sie auf Teufel komm raus erwachsen werden. Damals waren Sie knapp über 16 und mussten Wien auf dem allerschnellsten Weg verlassen. Illegal, nachts über die Grenze, wobei mir noch mein letztes Köfferchen gestohlen wurde und das eine Buch, das ich mitzubringen versuchte, von Karl Krausch, Die letzten Tage der Menschheit. Das war dann weg? Das war gestohlen. Damit haben die Feuer angezündet, ja. Und die paar Hemden, die mir Mutter mitgegeben hat und Unterhosen, die waren halt auch weg. Und ich kam mit nichts, außer was ich da trug, in die Emigration. Die Wege waren abenteuerlich über die Tschechoslowakei, Italien, Frankreich, wo Sie dann schließlich eines der letzten Schiffe nach Amerika bekamen. Hier sind lauter Dokumente aus dieser Zeit, lauter Passierscheine. Da, wo ist denn der Gestapo-Passierschein da? Was war das genau? Naja, die Durchreise, es war erlaubt, nachdem auch Prag nun von den Nazis besetzt war, mussten wir über Italien nach Frankreich und so weiter. Und du bekamst einen Passierschein, damit du in einem versiegelten Zug, nur ja nicht aussteigen, ja, durch Süddeutschland zurückfahren konntest, um dann nach Italien und so weiter. Lange her. Wie bekamen Sie dieses Visum nach Amerika? Ich glaube, hier sehen wir das. Das ist erstmal abgestempelt in Marseille. Ja, ja. Ja, das war echt besonders schwierig. Und da ist die Wyoming, das Schiff, auf dem wir nannten sie Wyoming, weil so viel Tränen damit verbunden waren. Das Visum wurde halt vom amerikanischen Konsul einem alten Juden weggenommen, weil der sagte, Amerika braucht Soldaten. Und ich bekam das Visum von irgendeinem, der nachher im Holocaust verschwunden ist und kam eben mit 18 Jahren, oder wie alt ich war, 19 Jahren, raus nach Amerika. Und da haben Sie lieber als Handwerker gearbeitet, statt aufs College zu gehen, was auch möglich gewesen wäre. Naja, warum?
es war überhaupt kein Geld da. Ich kam an einem Donnerstag an und musste am nächsten Montag anfangen zu arbeiten. Weil ich musste meinen Unterhalt verdienen irgendwie. Aber College, ja, später bin ich dann gegangen. Ja, aber in dem Moment war das wirklich so, dass ich dachte, ach, das sind ja alles Dinge, über die man gar nicht mehr reden kann. Aber ich wollte eben meine deutsche Sprache bewahren, weil mich als junger deutscher Poet sah. Ja? Und deswegen, wenn ich Englisch studiere, verliere ich meine Sprache. Dann habe ich überhaupt keine Sprache mehr. Und so habe ich halt diese, na, und so weiter. Das war der Grund, die Sprache. Ja, ja, die Sprache. Wenn man keine Heimat mehr hat, hängt man sich doch. Ich lese es auch wieder bei Chelan jetzt, ja. Mhm. Er schrieb Deutsch. Die Mutter haben sie mit Genickschuss erledigt. Der Vater verschwand irgendwo in Polen. Und er schrieb Deutsch und hat sich sein Leben lang bis zu seinem Selbstmord bei seiner Mutter entschuldigt. Immer wieder. Darf ich Deutsch schreiben? Darf ich Deutsch schreiben, ja? Naja. So war das. Und ich kam eigentlich nach Europa zurück, um von Amerika und so weiter, um wieder in einer deutschsprachigen Umgebung zu leben und landete prompt in Paris. Das ist ja auch okay. Ja. Sie landeten erstmal gar nicht in Paris, sondern Sie kamen als amerikanischer Soldat nach Deutschland. Krieg, ja, das war die allererste Etappe nach dem Krieg. Ja, ja, klar. Ja. Wo landeten Sie da? Ach, wir landeten in Casablanca und dann, wo ich gerade aufgebrochen war, um nach Amerika zu kommen, komischerweise. Als ich den Film Casablanca, war der erste Film, den ich in Amerika sah, mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Ja? Genau. Und ich dachte, der Film spielt irgendwo in einem südamerikanischen Land, Casablanca. Denn ich war ja in Casablanca gewesen, das hatte nichts zu tun mit Rick Spar. Ja. Klar. Das ist so ungefähr die Zeit. Sie sind dann von Casablanca aber sehr schnell, glaube ich, nach München gekommen. Naja, schnell nicht. Über den ganzen italienischen und französischen Feldzug, dann über den Rhein und so weiter. Naja, bis nach München. Ging ja dann relativ schnell. Sie kamen als amerikanischer Besatzungssoldat in Hitlers Privatwohnung. Sie, der sie. Prinz Regentenplatz, ja. Ja. Und schrieb einen Brief heim auf Hitlers privatem Briefpapier. Na wirklich? Wurde veröffentlicht, ja. Was haben Sie geschrieben? Gar nichts, nur beste Grüße und so. Mein Vater hat also alles, diese ganzen Souvenirs, die ihm zuschickte, sofort zum Versatzamt getragen. Hat gesagt, er will mit diesem Nazi-Dreck nicht im Hause zu tun haben, ja. Was haben Sie gesehen in Hitlers Wohnung? Das haben Sie merkwürdigerweise nie und nirgends beschrieben. Naja, weil ich Sie sah das Karl noch May, immer ekelt? Sah Karl May, sah ein Veilchensträußchen und damit eine kleine Briefkarte. Mein Führer, für mein letztes Taschengeld kaufe ich Ihnen hier diese Veilchen, denn Sie sind doch bestimmt ein Blumenliebhaber oder so. Von wegen, ja, dieser blutige Hund. Aber das war eben, die Deutschen haben eben an Hitlers Veilchen geglaubt, ja. Wie fanden Sie dieses besiegte Volk vor? Naja, moralisch verkommen. Ich fand gleich Freunde. Das war etwas anderes, ja. Ja, ja, das aber sieht man hier auf diesem Foto. Das ist, wurde damals gemacht, glaube ich, in München. Das war irgendwo an der Elsässischen Front. Mhm. Und die Wochenschau, amerikanische Wochenschau hat mich aufgenommen. Mein Vater hat das gesehen und ließ sich das herauskopieren, schickte mir es zu. Und auf der Rückseite stand, warum nicht rasiert? Das war mein Vater. Und ich gab einer Frau, die mich da um etwas anbettelte, gab ich irgendetwas, half ihr weiter. Und das war ja damals verboten, deswegen wurde man dir ein Drittel, glaube ich, von meinem Sold einbehalten, weil ich fraternisiert hatte, ja, mit einem armen Weiberl. Kann das sein, dass Sie nicht nur bei dem armen Weiberl, aber sonst, wo Sie waren in Deutschland, irgendetwas gesucht haben, was dieser Liebe zur deutschen Sprache, die Sie eben beschrieben haben, dieser Liebe zur deutschen Kultur entsprach? Naja, suchten Sie so etwas? Klar, ich war... Also, in den Menschen, meine ich. Ja, das hat mir dann schnell abgeschminkt, zu allermeist, nicht wahr? Hm. Aber ich suchte natürlich, also es war für mich, weißt du, dass ich im Elsass einmal in
Schlettstadt, Schellestadt, eine ganze Nacht durch die Straßen gezogen bin, nur deutsche Straßentafeln und Inschriften zu lesen. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Die Beglückung, die Sprache wiederzufinden, das ist ja unbegreiflich. Ja. Übrigens, ich war ja in Frankreich während der Emigration jahrelang, ein Jahr lang in Haft, also in Internierungslager, ja. Den ganzen Krieg hinein. Ja. Und zeige ich Ihnen was? Ich war monatelang ohne jede Lektüre. Das ist für mich unerträglich und ist für die meisten Juden auch unerträglich. Ja? Juden müssen lesen können und ich trage seitdem immer etwas bei mir. Immer etwas zu lesen. Was ist das jetzt gerade? Das sind komischerweise in diesem winzigen Buch Shakespeares gesammelte Werke. Kann man nur mit Lupe lesen. Damals hatte ich noch gute Augen. Aber ich laufe jetzt noch häufig und lief damals immer mit etwas Lesbarem in der Tasche herum, im Fall man einen verhaftet, dass man etwas bei sich hat. So sah das aus. Auch irgendwie lächerlich. Aber ich kenne Leute, die haben Essen gesammelt nach dem Krieg, jahrelang in alle Schubladen Brotreste getan und so. Die Vorstellung, dass man eines Tages hungert, ja, und keine Reserven hat. Das machte ich wenigstens nicht. Aber ich habe immer jahrelang Dünndruckausgaben, gesammelten Hölderlin in einem kleinen Bändchen, gesammelten Heine in einem kleinen Bändchen, ja, immer bei mir getragen. Im Fall, man mich schnappt, habe ich was. Wie war das, als Sie nichts hatten, als Sie kein Lesefutter hatten? Ja, es war irgendwie wahnsinnig. Wie hatten Sie da Angst, Sprache zu verlieren? Memoriert man da ständig irgendwas, was man vielleicht auswendig weiß? Oder also wie geht das? Ja, natürlich kannte ich Unmengen Gedichte auswendig und konnte die vor mir hersagen. Und dann in diesem Lager hat man ja unaufhörlich Kulturabende organisiert und Professoren haben über ihr Sachgebiet berichtet und so weiter. Aber es war, mein Gott, es gab da einen von Salomon, das war ein Cousin, glaube ich, von dem Schriftsteller Ernst von Salomon, dem Rathenauer Mörder. Aber er war ein Linker und der schrieb eine Geschichte des Bauernkrieges und hatte dazu ein Buch des ein Buch über den Bauernkrieg als Quelle bei sich, ein einziges Buch, um zu schreiben. Und ich bat den Händeringer, lass mich das lesen, ich musste irgendwas zu lesen haben und nahm es natürlich auf dieses Plumpschklo mit, weil das der einzige Ort war, wo man Ruhe hatte. Und es plumpste ins Klo rein. Nein. Und das Buch war weg. Oh nein. Und das hat er mir nie verziehen. Das Groteske an dem Gewerbe, das Sie oder das wir betreiben, ist ja, dass man so eine ganz intime Annäherung für ein paar Tage wagt an einen Menschen und sich dann sofort wieder entfernt, weil man wahrscheinlich schon längst wieder im nächsten Film steckt. Hoffentlich 1 bis 2 Wochen, aber immer sehr kurz. Immer sehr kurz. Manchmal trifft man sie wieder. Manchmal korrespondiert man mit ihnen oder telefoniert mit ihnen. Aber meistens ist es nicht eine merkwürdige Sphäre, in der man sich da bewegt, hin und her, hin und her. Ja. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie ein Casanova, wie ein Verführer, wie ein Don Juan, der unauffällig neue Frauen braucht und die anderen nachher links lieben lässt. Haben Sie mal mit jemandem, also mit einer Frau, die Sie porträtiert haben, es waren gar nicht viele Frauen, darüber könnte man auch sprechen, warum eigentlich hauptsächlich Männer, haben Sie mal mit einer, die Sie interviewt haben, geschlafen? Ich hätte gerne, aber ich tat es nicht, unter anderem vielleicht, weil die Machtsituation, in der du in diesem Moment bist, als Medienvertreter, als Ausfrager und so weiter, als Beichtvater, das unfair gemacht hätte. Mhm. Ja, das darf man nicht. Eine sehr Gentleman-Einstellung.
eher irgend sowas, ja. Nicht sehr häufig diese Einstellung. Ich hätte meine Situation meistens geht es andersrum. Hm. Okay. Nein, ich habe das nicht. Welchem der Porträtierten waren Sie am nächsten? Können Sie jemanden nennen? Nein, nein. Das tue ich grundsätzlich nicht, weil damit alle anderen, und ich habe ja so 100 Filme oder so mehr gemacht, alle anderen eigentlich beleidigt sein könnten. Mhm. Ja, warum erwähnt dann die Person und nicht mich? Also ich habe da nie Unterschiede gemacht. Also das ist auch wieder eigentlich eine Fairness-Frage bei Ihnen. Ja, ja. Ja. Das hieß ja, dass man die anderen mehr verachtet, während man den einen, nur den einen heraushebt. Das mache ich grundsätzlich nicht. Ich habe letzten Endes habe ich alle gemocht. Ich habe ja nur Filme gemacht mit Leuten, die ich mochte. Fast nur. Fast nur. Wer ist die Ausnahme? Naja, in meinem Film Unter Deutschen habe ich mit einem Neonazi gedreht, ja. Den habe ich ganz bewusst fertig gemacht. Mhm. Warum auch nicht? Aber das wäre die Ausnahme. Könnten Sie sich, wir haben vorhin über Heimat gesprochen, könnten Sie sich eigentlich vorstellen, in Deutschland, wo Sie eigentlich nie gelebt haben, oder wieder in Wien zu leben? Heute, jetzt? Ich hatte oft daran gedacht, dass ich vielleicht mir ein Landhaus irgendwo anschaffe, in den Bergen, in den wunderschönen Alpen von Tirol oder Osttirol oder im Salzburgischen oder so. Aber, naja, 50 Jahre Paris und man hängt eben an Paris, ja. Abgesehen davon natürlich der Fall Waldheim und der Fall Jörg Haider hat mir ein für alle Mal den Appetit auf Österreich, auf mich auseinandersetzen zu müssen mit Problemen der Vergangenheit in Österreich genommen. Aber es hat auch damit zu tun, dass man ja sich am Ende doch an eine Stadt gewöhnt. Meine Frau will in Paris leben, meine zwei Töchter wollen in Paris leben. Ja. Und nun gut. Da ist Ihre Frau, eine wunderbare deutsche Frau, mit der Sie verheiratet sind. Aus Hamburg. Aus Hamburg. Wie sehen Sie die Deutschen heute? Nach jahrelangen, wie soll ich sagen, Argwohn und Misstrauen, ist es doch wirklich so, dass ich heute davon ausgehen kann, zumindest bei Menschen, einer jüngeren Generation, jüngerer Generationen, dass diese Leute keine Vorurteile mir gegenüber mehr haben. Aber wenn ich so etwas spüre, und manchmal spüre ich sowohl in Deutschland als vor allem in Österreich, ja, ja, dann werde ich fuchsteufelswild. Das lasse ich mir nicht mehr bieten, ja. Das nicht. Und in Deutschland setze ich einfach voraus, dass die Leute okay mit einem sind. Dieses Misstrauen ist verständlich und ich glaube, Sie haben sogar dieser Stadt Paris gegenüber ein gewisses Misstrauen. Ich habe das Gefühl, Sie glauben, man muss sich das, was man vielleicht jetzt Heimat nennen könnte, immer wieder neu erobern. Das ist nicht einfach nur da. Naja, Paris ist... Ja, das kommt hier in jeder Zeile raus in Ihrem Buch Dichter und Bohemian. Es ist keine Heimat. Es ist ein... Also doch ein, nicht. Nee, das gibt es nicht. Man schafft sich... Also ist Kissinger ein... Empfindet Kissinger Amerika als seine Heimat? Ich glaube nicht. Nicht als Heimat, ja? Als ein Land, in dem sich leben lässt. Frankreich, Paris vor allem, ist ein Land, in dem sich leben lässt, weil die Pariser einen in Ruhe lassen, ja? Weil sie einen nicht belämmern. In Paris kann man leben und sterben, ohne dass ein Mensch sich um dich kümmert. Wenn man Freunde hat, ist okay. Wenn man isoliert ist, ohne Familie, ohne Freunde, ist es furchtbar, weil die Leute nicht dermaßen menschenfreundlich sind, ja. Aber sie lassen einen in Ruhe und sie sind interessant. Und Paris ist eine Stadt, die einen lebenslang fasziniert. Und davon kann man leben. Und zehren, so wie Sie zehren, ununterbrochen, habe ich das Gefühl, von den Menschen, die sich, Sie haben selber gesagt, als Menschenfresser einverleibt haben in ihren Filmen. Man zehrt davon. Ich zehre bestimmt von Paris. Und es ist ja eine der wenigen Städte, wo man spazieren gehen kann, ja, ohne zu ermüden, ohne
sich zu langweilen. Und natürlich, wenn man da über ein halbes Jahrhundert da gelebt hat, so sagen einem die allermeisten Straßen, Häuser, Cafés und so weiter sehr viel. Das heißt, man sitzt, wir saßen auch schon zusammen im Café de Flore in Saint-Germain-des-Prés und erinnert sich natürlich an so und so viele Zusammentreffen, die über Jahrzehnte zurückreichen. Ja? Das sind natürlich unsichtbare Feen, die sich zwischen dir und so und so vielen Orten, Plätzen und so weiter in Paris gesponnen haben. Und von dieser Art von Fäden lebt man ja auch. Ja, das ist wichtig, dass man Gefühlsbeziehungen entwickelt zu, nicht nur zu Menschen, sondern auch zu Orten. Und das konnte ich in Paris über die Jahre hinweg, nach anfänglichen Jahren des Misstrauens und der Angst vor dieser Riesenstadt, ja, konnte ich das entwickeln. Also die Stadt macht mir kaum mehr Angst. Ja, das ist schön, dieses Bild mit den Fäden, die überall gespannt sind, an denen man sich entlang hangeln kann durch die ganze Stadt. Aber sind diese Fäden nicht auch unverbrüchlich gespannt zwischen Ihnen und den Menschen, die Sie gefilmt haben? Ja, auch das. Also eigentlich sind sie mir alle unvergesslich geblieben, aber ich habe sie mir natürlich auch danach ausgesucht, dass sie mir unvergesslich bleiben. Diese innere Zugehörigkeit empfinde ich also vielen der Menschen gegenüber, mit denen ich gedreht habe. Da sie auch wenn sie nie wiedersehen. Sie sind ja ein Teil von einem geworden. Mhm. Ja? Und wenn man diese Filme nachher wieder sieht, oder auch Fotos oder so, so kommen natürlich Erinnerungen in einem hoch, die alle zur Farbe des eigenen Lebens beitragen. Und das heißt, man macht aus der Schwäche, die man eigentlich hat, man macht ja diese Filme, um stärker zu werden, genau. Um wieder ein neues Stück Identität zu bekommen. Macht man eigentlich dann aus dieser Schwäche eine Stärke? Aus Schwäche Stärke machen ist das Allerwichtigste überhaupt. Und jetzt erzähle ich Ihnen noch, was das bedeutet. Bitte, das sieht stark aus. Da man mich immer danach fragt, das hat mir meine kleine Tochter geschenkt, das stammt irgendwie aus der Gothic-Zeit, die sie auch einmal die Periode mitgemacht hat. Aber letztlich läuft das darauf hinaus, dass ich einmal einen Hypnotiseur gefilmt habe und dass er mir sagt, dass ich ihn fragte, können Sie mich hypnotisieren, damit ich nicht mehr rauchen muss? Ich war ja Kettenraucher, also Zigarren, Pfeife und Zigarre. Und er sagte, das brauchen Sie nicht, Sie brauchen nicht hypnotisiert zu werden. Was Sie brauchen, ist etwas, womit Sie spielen können, womit Sie fummeln können. Denn die Hälfte des Rauchens, die Freude des Rauchens ist ja die Fummelei. Du ziehst die Pfeife raus, du kratzt sie aus, du stopfst sie, du zündest sie an, es klappt nicht, noch ein Streichholz, ja. Du saugst dran, du steckst sie weg, du fummelst mit ihr und so weiter. Und er hat gesagt, finden Sie etwas, womit sie auch fummeln kann. Und das ist das, womit ich seit Jahren meinen Rauchwahn ersetze. So wird aus Schwäche Stärke. Genau. Tausend Dank. Danke Ihnen. Danke.